Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem neuen kleinen Showprojekt, würde ich schon fast sagen. Und zwar, ja, wobei eher Teasing-Projekt trifft sogar noch eher. Wir spielen eine kleine Mini-Kampagne mit den Etruskern im Roy-Mod, um euch zu zeigen, dass das auch schon wieder mit drin ist, dieses Feature. Es fehlen noch einige Sachen bei den ganzen Fraktionen, die aus dem ehemaligen Roy-Mod dabei sind. Die muss ich noch nachreichen, die funktionieren nicht ganz. Nein, der Mod ist nicht spielbar zurzeit. Keiner kann ihn runterladen. Das ist nur eine Testversion, die ich mir selber erstellt habe, um euch auch zu zeigen, dass es vorankommt hier alles. Und ich dachte, ich mache dieses Let's Play mit euch zusammen und habe deswegen auch im Community Hub für euch eine Frage gestellt, was ich noch mit einbauen soll in diesem Let's Play, Vorschau etc., Fragen beantworten. Und ich möchte mit euch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Dachte mir, da beschäftigen wir uns mal darum. Ein bisschen um die Entwicklung des Mods, wie es vorankommt, welche Fraktionen mit reinkommen. Und ich nehme jetzt die Etruskische Liga, weil es die erste neue Fraktion ist, die wir für dieses Spiel neu geliefert haben. Wir haben auch noch andere Nationen gemacht. Auch die sind schon in meiner Spielversion da. Zum Beispiel haben wir hier die Getula, sind unsere früheren Massasuya gewesen jetzt. Also alles, was die Massasuya früher waren, sind jetzt die Getula. Wirklich, der Roster ist identisch. Wir haben nur einige Einheiten rausgestrichen, die überflüssig wurden dadurch. Wie zum Beispiel numidische Legionäre, die haben jetzt vom Originalspiel die Wüstenkohorte übernommen. Griechische Stadtstaaten haben wir hier mit dabei. Wir haben Rhodos, wir haben Sardes, wir haben Knossos, Kyrenaika. Trapezunt ist auch schon drin, das war noch aus der Bildversion. Deswegen habe ich die mit reingeschmissen schon. Da fehlt aber noch alles, da ist gar nichts zu gemacht. Was haben wir noch? Wir haben Persien mit dabei, hier sehen wir es auch. Und sämtliche britische Stämme, die wir hier auch noch mit dabei haben, die wir schon kennen von früher. Aber wir beschäftigen uns mit den Etruskern und dem schönen Text, den hier der Stalker geschrieben hat, alias Niklas, alias, ja doch, Niklas. Ja, Dude, der hat sich mit den Etruskern hauptsächlich beschäftigt für die Kampagne damals, zu TV Balance Zeiten noch, hat die erstellt. Ich habe zwar ein Roster gemacht für die Armeen von den Etruskern und er hat dann später die meisten Nationen, also eigentlich alle Nationen, die ich kenne, in die Kampagne mit integriert. Deswegen nochmal Props an ihn. Die ganze Vorarbeit, auch der Text etc., die Idee um die Nation, ist alles noch von ihm. Ich habe es nur wieder freigeschaltet. Und fangen wir mal an. Etrurien wurde von vielen verschiedenen Volksgruppen als neue Heimat deklariert. Dadurch entwickelte sich eine ganz eigene Kultur, eine Mischung aus indogermanischen Stämmen, griechischen Kolonialisten und italischen Ureinwohnern, welche ihre Wurzeln in Anatolien haben. Durch die vielen vorhandenen natürlichen Rohstoffe ist das etruskische Land zwar von seinen Nachbarn begehrt, bietet aber auch großartige Chancen für einen rasanten Aufbau. Vorteile von der Kulturgruppe Etrurien sind zum Beispiel erbitterte Unabhängigkeit, plus 10% Nahkampfabwehr für alle Einheiten beim Kampf in eigenem oder verbündeten Territorium und etruskische Theokratie. Bonus auf öffentliche Ordnung, maximal plus 2 durch Anwesenheit lateinischer Kultur. So ein Mix aus Griechisch und Römisch, also kennen wir ja da auch schon. Wir haben jetzt hier zum Beispiel den Römer mit dem Haus der Julia, war es nicht, glaube ich, dem Cornelian, oder? Doch hier, da, Junia waren es. Plus 6 durch Anwesenheit lateinischer Kultur, Gründerväter. So, dann haben wir noch den fraktionsspezifischen Text. Die Etruskische Liga, ursprünglich eine Konföderation aus 12 Städten, kontrolliert das Gebiet Etrurien und die Toskana. Sowie seit der Schlacht von Aladia auch Korsika. Jedoch wurde sie jüngst von keltischen Überfällen aus der Po-Ebene im Norden zurückgedrängt und sind daher auf Rache. Im Süden wird man bald einen Angriff aus Rom erwarten. Etrurien hat aber auch hat auch die Chance, mit einer geschickten Bündnispolitik die Feinde Roms und der Barbaren auf seine Seite zu ziehen. Gut, wir sind erfahrene Seefahrer, wir haben plus 2 Rekrutierungsplätze in allen Städten, also in allen Häfen. Ihr müsst euch mal vorstellen, es ist fast die doppelte Bauzeit, die normalerweise Flotten brauchen. Also eine Flotte hat meist 3 Rekrutierungsslots pro Runde, wir haben 5. Etruskische Handwerker plus 50% Wohlstand durch Industriegebäude, heißt, wir sind besonders gut auf Industrie zu sprechen. Ich guck mal schon mal rein, ob im Community Hub irgendwas Neues ist, was schon irgendjemand geantwortet hat. Nö, noch nicht. Hab den Kommentar, also diesen Kommentar auch gerade erst veröffentlicht vor 9 Minuten. Aber gut, dann legen wir mal los. Dieses Let's Play wird grundsätzlich in sehr kurzen Parts gegliedert sein, dadurch, dass ich nur gerade wenig Zeit habe, um mit euch auch große Projekte aufzunehmen. Ich mache jetzt auch nur ein Let's Play, weil ich nicht die Zeit habe, großartig Online-Battles zu schlagen. Da ist ein Let's Play wesentlich einfacher und schneller gemacht für euch. Und ich dachte mir, damit es wenigstens spannend wird, mache ich mit euch ein sehr umfangreiches, also nicht sehr umfangreiches, ein kleines Let's Play zu einer neuen Fraktion.
die nicht zum Originalspiel gehört. Also das passt ganz gut, dass jetzt auch das DLC bald rauskommt von Rome 2, wo die sämtlichen italienischen Fraktionen in der Italien-Kampagne mit dabei sind. Also Rise of the Republic, glaube ich, oder Rise of Rome? Ich glaube, Rise of the Republic war das. Also haben wir da natürlich auch noch ein bisschen passendes Thema gerade, passendes Setting. Aber gut, fangen wir mal an. Die Startbedingungen sind fast identisch wie in der normalen Kampagne. Ich habe die jetzt nach eigenem Ermessen noch ein bisschen verändert. Zum Beispiel haben die Etrusker jetzt am Anfang andere Einheiten in ihrer Startarmee. Wir sehen hier, wir haben schon 6 Einheiten von Anfang an. Normalerweise haben die Etrusker nur 4 und das sind davon 2-mal italische Speerkämpfer und 1-mal Hermannplänkler. Was ich sagen würde, ist schon ein arges Problem für die Etrusker. Deswegen habe ich den jetzt einen Speerkämpfer rausgeschmissen, 2 Schwertkämpfer nachgereicht und nochmal italische Kaff. Ich bin drauf und dran, das nochmal zu ändern, weil die Römer hier eine sehr starke Startarmee haben von gut 10 Einheiten, glaube ich, dass man da nochmal ein bisschen was nachreicht bei denen, dass auch die KI bessere Chancen hat, im Early Game zumindest zu überleben. Gut, wir können auch Tatsache wirklich alle Einheiten rekrutieren, die wir schon kennen aus dem Spiel. Mal hier reingucken, Kampfplatz des Mars, sehen wir hier, zack. Wir haben die italische Bürgerwehrhopliten, wir haben die Schwertkämpfer, wir haben die italischen Herbernbogenschützen. Alles Einheiten, die wir kennen. Bei der Manipel-Kaserne haben wir auch dazu die italischen Hopliten und die etruskischen Marinesoldaten. Bei der Kohortenkaserne kriegen wir die italischen schweren Schwertkämpfer. Neben der italischen Adelskavallerie und italischen Adelsinfanterie. Wobei ich das noch ändern werde, dass die erst eine Stufe später da sein wird. Beim Auxiliarlager haben wir auch ganz normal das, was man kennt. Ab Stufe 3 haben wir da richtig geile Einheiten wie tarantinische Kavallerie, etruskische Axtkämpfer, Hundetreiber und auch, also das sind jetzt Bogenschützen hier. Und diese Hundetreiber sind Bogenschützen mit Hunden. Und dann haben wir noch die Auxiliargarnison, wo wir italische Lanzenreiter haben. Also wir haben auch ganz geile Einheiten hier in Auxiliargebäuden mit drin. Das lohnt sich dann doch schon ganz gut. So, da fangen wir an, indem wir erstmal Kampfplatz des Mars bauen, um dann dort auch unsere Einheiten zu rekrutieren. Wie gesagt, sind die Etrusker sehr stark, was Tagebau betrifft. Ich werde das jetzt trotzdem nicht machen. Wir brauchen 2 Kampfplätze des Mars, um möglichst schnell Nah- und Fernkämpfer zu bekommen auf beiden Ebenen. Gut, es gibt aber auch Sachen, die sind noch nicht fertig in dem Spiel, beziehungsweise in diesem Bild meiner Mod. Und das sind zum Beispiel die Siegbedingungen, die wir haben. Wir sehen, wir haben gar keine. Das ist natürlich nicht final. Das wird sich noch ändern. Aber das ist der aktuelle Stand. Ich müsste da die Skripts aus den alten Mod-Dateien nochmal raussuchen und dann einfach importieren. Dann ist das relativ schnell gemacht. Es gibt aber noch ein viel größeres Problem, mit dem ich noch nicht klargekommen bin, weil ich nicht weiß, wie ich das lösen kann. Das ist der Familienstammbaum von den Etruskern. Generell von allen neuen Fraktionen, die wir haben. Dadurch, dass jetzt dieses Update kam mit den Ahnen und den Stammbäumen, haben jetzt sämtliche Fraktionen ihre Stammbäume bekommen. Aber die müssen in der Start-Post-File natürlich noch ordentlich deklariert werden, die Stammbäume. Und ich weiß noch nicht, wie das geht. Muss mich dann nochmal genauer informieren mit anderen Moddern wahrscheinlich. Oder wenn auch jemand von euch was weiß, schreibt es ruhig rein. Und dann könnte ich das eventuell noch integrieren. Ich hoffe, ich möchte es auch. Es soll ja reinkommen. Es soll ja nicht verschwinden. Genauso auch eine andere Sache. Die scheint aber abhängig zu sein von der Kultur. Und ich meine, die Etrusker, die können das nicht. Die haben wirklich nur das Königreich zurzeit. Aber ich habe auch schon getestet, andere Fraktionen haben noch mehr Regierungsformen. Auch hier müsste man nochmal dran arbeiten. Das ist nochmal durchaus überarbeitungswürdig. Deswegen spielt sich jetzt die Charakterpolitik hier noch genauso wie vor dem Beta-Patch. Also wirklich ziemlich rudimental. Nur, dass ich wesentlich mehr Intrigenformen habe, aber keinen Stammbaum, was natürlich scheiße ist. Gut. Aber da ist natürlich noch Bedarf, das Ganze zu ändern. Gut, dann fangen wir mal an mit einer Version mit der Forschung und ich gehe da gerne mal auf die Militärforschung, weil ich die Auxiliarlager und die Manipel-Kaserne relativ schnell haben möchte. Gut. Rom ist unser Feind, die müssen natürlich möglichst schnell platt machen. Dadurch, dass wir aber auch Wein haben als Startressource, haben wir es leichter, Handelspartner zu finden. Das kann man gleich ausnutzen, indem wir jetzt mit dem Venetat sprechen. Tada! Okay, Geld wollen sie uns nicht geben. Tricks mir ein bisschen. Zack, für 440 machen sie es dann doch schon. Gucken wir mal, wie es mit Karthago aussieht. Karthago mag uns sogar. Wollen die mit uns handeln? Die Chance ist gering, weil sie schon Wein importieren. Da sehen wir es.
diese Bedingungen würden meinem Volk nicht gefallen. Wenn ich Geld jetzt anbieten würde, wäre es dann durchaus möglich. Mit Epirus könnte ich ins Gespräch kommen, aber auch hier ist die Chance gering, weil sie schon Wein besitzen. Ich höre euch zu, wenn ihr auch Problem wäre aber, wenn ich jetzt da das Ding bekomme, dann mögen mich die Römer weniger, Syrakus mag mich weniger und Karthago. Und das ist blöd, wenn man gegen die Römer schon kämpft. Da möchte man eigentlich immer einen starken Verbündeten haben und Epirus stirbt leider immer sehr schnell. Aber gut. Wir haben noch die ADA, da können wir es mal probieren. Wie sieht's denn mit? Schade. Okay. Gut, das war's dann jetzt zur ersten Runde. Was kann ich denn hier rekrutieren? Na toll, italienische Speerkämpfer. Naja, dann wollen wir Feld gerade auf. Ich glaube, hab den Schwierigkeitsgrad nicht eingestellt, der ist noch auf. Gut, dann gehen wir mal kurz zurück in die Kampagne. Wir wissen ja schon, was wir getan haben. Wie soll ich sagen? Ich habe vorher diesen Test gemacht, um schnell in der Kampagne voranzukommen auf leicht. Da muss ich mir nur wenig Gedanken machen mit der KI, dass wenn ich Steine in den Weg schmeißt. Machen wir doch lieber sehr schwer. Da können wir bei der Gelegenheit gleich mal gucken, ob es schon Fragen gibt bezüglich des Mods. Und ja, da gibt es schon den ersten Kommentar. Haha, Lautra hat geschrieben, ihr wartet aber noch mit der Mod, bis das DLC und das Update draußen sind, oder? Sonst würdet ihr den Mod ja nochmal aktualisieren. Der Mod wird wesentlich später kommen als das DLC. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Wir sind bei weitem noch nicht so weit, dass das Paket, was wir jetzt haben, release-fertig ist. Da fehlt noch einiges. Und das muss erst gewährleistet werden. Ja, es stimmt, wir müssen Sachen updaten. Sachen, die jetzt zum Beispiel, also ein Punkt, der zum Beispiel mit reingefallen ist, ist jetzt die Geschichte mit dem Stammbaum. Das Problem müssen wir erstmal noch lösen. Wir haben den Mod aber schon spielbar bekommen. Und die neue Kampagne ändert meiner Meinung nach nichts an der großen Kampagne. Deswegen haben wir dort, glaube ich, keinen Einfluss weiter. Also nichts, was uns weiter in den Weg geschmissen wird. Genau, die Startpost wird sich ja auch nicht verändern, eigentlich. Die Sachen sind ja schon alle jetzt in der Beta mit drin. Und deswegen sollte das eigentlich passen. Aber wir versuchen mal jetzt hier mit den Venetern schnell den Handelskontakt anzustreben hier. Schütze, ich vergessen, das Geld einzufordern. Naja, scheiß drauf. Und die Damater, ne, die mögen mich gar nicht. Na gut. Schicke dich mal nach Velatri, bitte. Dann wollen wir gleich hier ein paar Speerkämpfer rekrutieren. Forschung machen und dann geht's los. Fuck. Mir fällt gerade auf, ich habe vergessen zu bauen. Mal schnell Steuerung L. Ich bin auch eine Pappnase. Und wenn ihr noch irgendwie Fragen oder Fragen, Tipps, Vorschläge oder auch andere Sachen habt, die ihr mir irgendwie geklärt haben, nicht vom Mod, dann stellt sie auch ruhig hier in den Kommentaren mit rein. Auch Verbesserungsvorschläge sind immer gewünscht. Definitiv. Oder auch Wünsche auch gerne. Zum Beispiel, was ist denn die nächste Kulturgruppe, die ihr euch wünscht für die Kampagne in Rom 2? Würde mich mal interessieren. Da kann ich zum Beispiel gar nicht so sehr bauen. Das ist sogar Schwachsinn. Okay, dann muss ich. Brauche ich gar nicht. Hatte ich ja schon vorher auch nicht gehabt. Dann baue ich jetzt lieber erstmal. Beenden wir mal die Runde. Rom greift diesmal nicht an, okay. Ne, uns interessiert zum Beispiel auch, welche Kulturgruppe ihr euch als nächstes wünscht. Dann kann man auch darauf hinstreben, daran was zu arbeiten. Also, ihr wisst ja zum Beispiel schon von den Italien-Konflikt-Fraktionen, die entstanden sind. Die sind ja schon längst bekannt. Die Germanen-Fraktionen waren ja auch schon bekannt. Die haben wir jetzt einfach nochmal alle nachgereicht. So, Krieg, Dalmata, e Veneta, das ist ein typisches Ding. Karthago, Syrakus auch und Rom, Veneta. Das ist untypisch. Aber gut. Jetzt haben wir hier auch genug Kohle, um italienische Speerkämpfer zu rekrutieren. Hauen wir die mal nach. Gut. Wie sieht es denn hier mit meiner Partei aus? Ja, ist zufriedenstellend. Werden wir einfach befördern, den Typen hier. Und siehe da, es läuft noch besser. Wir haben hasst Ostländer, Populist, Expansionist. Übrigens ein Punkt, woran viele Mods gescheitert sind, ist hier dieses andere Parteienfenster, weil die Political Parties Table sich geändert hat. Ist aber gar nicht so dramatisch.
Da muss man einfach nur mal kurz die Tabelle aktualisieren, mehr nicht. Also einfach ein neues Tabellenformat nehmen, die alten Sachen reinkopieren und fertig ist. Für die selber auch modden, falls es dir mal interessiert. Genauso auch die Main Units Table, das war das Hauptproblem, weshalb der Mod nicht funktioniert hat. Darum haben wir uns auch schon gekümmert. Immer mal die Runde. Und ich glaube, die Building Tables, also Building Levels Tables, die war auch so ein Ding, wo es Problemchen gab. Und wir sehen da, Rom zischt ab aus Roma. Ist natürlich gefundenes Fressen für uns. Dadurch haben wir es dann leichter, dort einzumarschieren. Rom ist ja eine geile Stadt, die wir unbedingt brauchen. Um möglichst gut zu expandieren später. Vor allem ist es auch eine gute Stadt, um die zu halten, wenn die Römer wieder einen Konter fahren. Die haben wirklich bessere Einheiten als hier am Anfang. So, wir können jetzt italische Hobliten, Kavallerie, Herbernbogenschützen. Da hat jetzt schon eine Menge Einheiten zur Auswahl. Aber die Garnison hier in Roma, die ist gar nicht so dolle. Also Forschung abgeschlossen, Baubericht ist fertig, Krieg erklärt, Rom, Karthago, Massil, Ligurien, Quartiermeister. Bericht. Dann gehen wir auf die nächste Forschung. Und da würde ich jetzt gerne Streiter haben. Die bringen dann doch was. Auch die ganzen Agenten übrigens sind schon vom Spiel forschen fertig gemacht nach Kulturgruppen. Und die etruskische Kulturgruppe müsste eigentlich identisch sein mit den italischen. So, wir haben hier 9 Einheiten drin. Da sind, wir haben 10 hier. Wird nicht reichen, wenn wir jetzt angreifen. Holen wir uns mal die Schwertkämpfer dazu, oder? Wie teuer sind die denn? 400. Machen wir das mal schnell. Beenden wir mal die Runde und dann gucken wir auch mal gleich, ob es schon wieder einen neuen Kommentar gibt im Community-Blog. Nee, gibt's nicht. Ansonsten arbeiten wir auch gerade an vielen anderen Kampagnen. Wir haben immer mehrere Leute, die an dem Mod gleichzeitig arbeiten. Beziehungsweise auch planen. Das ist wichtig. Ich persönlich bin jetzt gerade der, ich würde mal sagen, Lead-Designer, weil ich einfach das Zepter in die Hand genommen habe. Und das ist scheiße, dass da Rom jetzt gerade reinmarschiert ist. Finde ich nicht gut. Nicht gut. Nichts gut. Was haben die hier drinne? Auch eine Kaserne. Gut. Ein Alalia möchte ich noch nicht bauen. Wir haben jetzt hier insgesamt 6 Schwertkämpfer. Ja, 6. Das ist erstmal ausreichend. Wir haben 5 Speerkämpfer. Was Infanterie betrifft, sollte reichen. Gehen wir mal auf den Fernkampfbereich und Kampfbereich, oder? Weil Fernkämpfer sind schön günstig. Nehmen wir mal die Bogies mit rein. Das ist fürs Early Game schon ganz praktisch, so schnell Bogenschützen zu haben. Bringt auf jeden Fall was. So, hier sieht es schlecht aus. Da werden wir gleich mal einen neuen Kommandanten aufstellen. Wie sieht es eigentlich in der Politik gerade aus? Upsi. 77%, das ist gut. Einfluss geliebt. Das freut mich auf jeden Fall. Übrigens, auch hier wäre ein Fenster, wo ihr schon einiges sehen könnt. Auch hier ist noch nicht alles fertig. Etrurien zum Beispiel, die nur Localized steht da drin. Da fehlt noch ein Text zum Beispiel. Auch hier fehlt ein Text für die Beschreibung dieser Fähigkeiten der Fraktion. Da fehlt noch einiges. Das ist halt nicht fertig. Gut, dann beenden wir mal die Runde. Und hoffen wir, dass Roma nächste Runde frei ist. Dann können wir dort einmarschieren. Das wäre wirklich, wirklich gut. Würde mich freuen. Neue Karthago, Patar. Also die Hunde dauern schon echt ewig. Mich würde mal auch interessieren, was findet ihr besser? So nah wie möglich am Original des Spiels bleiben oder auch gern mal ein bisschen expandieren in neuere Gewässer? Sachen, die zum Beispiel... Also Sachen erweitern zum Beispiel wäre auch mal so eine Frage. Neue Sachen testen, neue Features einbauen. Was ist denn eure Meinung dazu speziell? So, Eigenschaft erhalten. Unsicher über die Unterwelt. Jedes Mal, wenn ich ein Opfer bringe, frage ich mich, wozu? -1 öffentliche Ordnung, lokale Provinz. Shit, der baut aus. Das gefällt mir nicht. Kann ich mir Söldner holen? Ich kann mir Söldner der etruskischen Nobliten holen, das ist gut. Mach mal kurz speichern und gucken mal, was jetzt draus wird. Wenn wir dahin marschieren. Wir haben ja wirklich eine ziemlich volle Armee. Der hat jetzt hier auch nur... Aber wir haben genug, das ist gut. Das ist gut. Dann bauen wir noch Leitern hier, 2 Runden lang. Und dann werden wir die auch aufstellen. Ich möchte mit euch diese Schlacht auch schlagen, damit ihr auch mal seht, wie die KI sich jetzt durch den Patch verhält überhaupt in dem Spiel.
hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare rein. Wir sehen uns dann beim nächsten Rome 2 Video zu dem Rollmod in der Kampagne mit den Etruskern. Ich guck mal, dass ich davon vielleicht 2 oder 3 Parts pro Woche veröffentliche. Vielleicht auch weniger, weil ich das zugunsten von Arena machen möchte, aber trotzdem ist mir eure Meinung wichtig. Ist wie gesagt nur so ein kurzer Teaser, in dem ich euch mal ein bisschen füttere mit neuen Informationen zu den jeweiligen Fraktionen in der Kampagne, wie die sich schon spielen lassen, was alles schon drin ist und etc. pp. In dem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.